Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 13. In der letzten Folge haben wir den fetten General hier fertig gemacht. Ganz schön stolz, möchte ich mal sagen, bin ich dafür. Können wir da runter? Nein, können wir nicht. So, wo müssen wir denn jetzt hin? So, Karte technisch. Ach, da vorne können wir auch speichern. Da gibt es dann auch die nächste Sequenz, schätze ich mal. So, da stehen die anderen schon. Hey, Fang. So, dann speichern wir hier mal gerade schnell. Mal wieder der letzte, so wie es sich gehört. So, wir sind auch in Kapitel 10 und bei 27 Stunden Spielzeit. Ja, da kommt was zusammen, ne? So, da können wir wieder was betätigen. Können wir da runter? Nein, können wir nicht. So, dann machen wir mal. Ups, falscher Knopf. Drücken wir mal das Knöpfchen. Ah ja, klasse. Fallen da auf einmal Feinde von der Decke. Schön. Nein, 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 nein. Ich merke, dass ich die Paradigmen noch gar nicht so toll umgelegt habe, wie ich das eigentlich habe immer sonst. Aber ich glaube, ich nehme auch gleich mal einfach mal ein paar andere, meine neu konstruieren, damit wir auch mal ein bisschen Abwechslung haben. Au! Ja, da steht zwar keiner, aber 3 Sterne, 128 Kristallpunkte und keine Gegenstände nehmen wir alles mit. Und insofern wollte ich natürlich dann gerade mal ein bisschen hier umbasteln. Ich hätte gerne den Hope wieder in der Gruppe. Tausche ich jetzt einfach mal durch die Fang. Bäm. Nee, lieber den Zazz. Machen wir mal so. Ist ja auch mal ganz schön. 2 Augmentor drinne. Wo ich natürlich Manipulator eigentlich besser wäre. Komm, nehmen wir die Fang wieder mit rein. Das ist besser. Ja. Gut, Paradigmen wieder umstellen. Das ist ja ganz normal. Das kennen wir ja. So, das lassen wir so. Wohl, Verheerer. Ja, lassen wir mal auf Verteidiger. Was haben wir hier? Heiler, Verheerer. Dann lieber Manipulator. Manipulator und Augmentor. Ups. Nee. Hä? Ach so. Ja, und da lassen wir mal den Heiler drin, ne? Brecher, Verheerer. Können wir eigentlich nochmal Heiler, Brecher, Verteidiger. Machen wir das Ganze nochmal mit Schaden und dann sollten wir erstmal so gut durchkommen. So. So, und bei uns geht's nach unten. So, müssen wir auch langsam jetzt am Ende sein. Jawohl. So, gibt's hier noch was Schönes? Vielleicht eine Schatzkiste wäre nicht schlecht. Eine Schatzkugel, wohl eher gesagt. Aber nein.
So, dann wollen wir mal. Ah, da hinten ist wieder Glibber. Dieser leckere Pudding. Ja, Hope, du willst gleich wieder kämpfen. Das war mir klar. So, wie es aussieht. Müssten, also wir könnten hier rumgehen. Also ich zeig das mal mit dem linken Pfeil, der so blinkt. Oder wir müssten da lang gehen, mittendurch. Mittendurch oder außen rum? Ah, ich spare mir die Feinde da jetzt einfach mal. Einfach weil wir es können. Dann gehe ich doch mal den Weg außen rum. Was auch nicht gerade kurz ist. Aber kommen wir da jetzt einfach nur auf der anderen Seite raus? Ne, wir können hier runter. Aber verpasse ich da hinten eine Schatzkugel dann oder sowas, wenn ich die jetzt da... Ne, ich sehe keine. Gibt es da eine Schatzkugel eventuell? Nein, gibt es nicht. Dann können wir also nur hier runter... So. Okay, was sagt uns jetzt die Karte, wo wir hin sollen? Aha. Irgendwo da hinten. Wow, warum sind die jetzt alle gegen mich? Die haben sich doch eben noch selber bekämpft. Kloppt euch mal wieder schön gegenseitig. Die sind ja doof. Und die sehen mich gleich sofort alle. Das ist auch doof. Soll ich den aus dem Weg gehen oder nicht? Naja, sehen tun sie mich sowieso und gegen die zwei Roboter wird das echt ätzend. So, bin ich mal so feige und speichere hier nochmal. So, haben wir das auch getan. Okay. I guess they don't train Lassie to make peace. So sieht's nun mal aus. Ja, die haben uns schon fröhlich gesehen. Oh. Bekämpft euch doch gegenseitig. Lasst mich alle in Ruhe. Was wollt ihr denn? Nein, okay, wir hören natürlich auf damit und versuchen wirklich jetzt alle Gegner platt zu kriegen. Aua. Geht doch. Fang hat den letzten Schlag gemacht. Aber das macht natürlich nichts. So, jetzt bleiben nur noch die übrig. Tja, da guckt er, wa? Dreh dich mal um. Genau. So.
Haben wir das nämlich gern. Hier werde ich nochmal wieder Beben einsetzen. Alle in den Schock. Zack, einer ist weg. Und der nächste ist im Schock. Und tschüss. Naja, die waren auch mal schwieriger, habe ich das Gefühl. So, 5 Sterne, 768 Kristallpunkte und eine Zündkerze kriegen wir dafür. Für diesen epischen Kampf. So, sind wir hier richtig? Sind wir? Kommen wir in die nächste Kammer, wo garantiert auch wieder Feinde auf uns lauern. Ah ja. Hallo. Oh, wie gemein, der Vogel. Der ist auch als erster dran. Genau deswegen. Oh, Hope, den hat's erledigt. Und du, blöder Vogel, dich auch. So, dann Heiler. Und Engel auf Hope. Erstmal wieder einen von den Mistviechern in den Schock kriegen, ey. So, und zwar jetzt. So, das war der erste. So, dann kriegen wir den auch gleich fertig. Zumindest erstmal in den Schock. So, 4 Sterne, 704 Kristallpunkte. Und wir ziehen weiter. Haben natürlich auch noch ein bisschen Weg vor uns. So, gibt's hier was? Nö. Und da, jawohl, eine Schatzkugel. Die nehmen wir natürlich gerne. Das war doch, ist doch, das war doch, Ausrüstung, ich meine für Snow. Jawohl. Oh. Macht also die Magiekraft höher. Na, lassen wir das erstmal, was er anhat. Wir können ja nachher immer noch tauschen.
So, da haben wir wieder die nächsten Gegner. Können wir wieder einen netten Umweg laufen. Da aber nicht lang. Und da auch nicht. Wir müssen da durch. Oder kommen wir hier rüber? Nee, ne? Schade eigentlich. Wollen wir das wirklich? Ja, wollen wir. Da greifen wir erst die Roboter an. Und verschaffen uns da hoffentlich so einen Vorteil. Warum greifen die alle uns an? Wie gemein ist das denn? Ich dachte, die bekämpfen sich gegenseitig. Boah, das wird hart. Hammerhart. Oh, heil dich, heil dich. Oh, Feng hat schon hinter sich. Ja, ich auch. Ja, daran merkt man, wenn das so viele sind, dass sie einfach viel zu schnell, viel zu stark für einen dann noch sind. Das sind einfach zu viele. Und dann die ganzen Zauberknälchen mit den beiden fetten Robotern dabei. Das ist zu viel für die Lightning. Das gibt's doch nicht. Da müssen wir uns dann vorbeischleichen. Das bleibt uns gar nichts anderes übrig. Ja komm, lass mal mich hier durch. So, danke. Schwupp. Ich halte natürlich immer Ausschau nach Schatzkugeln. In der Hoffnung, noch irgendwo eine blinken zu sehen oder zu hören. Oh Mann. Wie fies ist das denn? Aber wenn wir den in den Schock kriegen, ist er eigentlich gar nicht so schwer. Hoffe ich zumindest. Komm, dreh ich nochmal um, Kollege. Dankeschön. So, geht doch. Präventivschlag. So, ab in Schock mit dir. Ab nach oben. So, und tschüss. Fangs letzter Schlag war das natürlich. Dafür gibt es 5 Sterne, 3084 Kristallpunkte. 3000, warum sage ich 3000? 300 waren das nur. Das mit den 1000 haben wir natürlich noch nicht so. So, was haben wir hier? Da kommen noch garantiert wieder die nächsten Feinde. Aber natürlich. Hallo. So, Metafertigkeiten beben. So, und tschüss. So, da sind wir wieder bei 5 Sternen, 512 Kristallpunkten und Bomberhülle zweimal. Halt, Schatzkugel. Immer schön nach einer Schatzkugel umgucken. Natürlich leider keine. Aha. Ihr habt mich nicht gesehen. Boah, fuck, das sind auch schon wieder so viele. Alter. Aber da haben wir noch was, da können wir auf jeden Fall nochmal speichern. Aber ich schaue mich erstmal hier um.
Eine Schatzkugel, aber bestimmt super gut bewacht. Oh oh. Ja. Na klar. Ist auch überhaupt nicht unfair. Jawohl, der ist schon mal im Schock. Aufhängen. Der. Au. Ab nach oben mit dir. Klatsch. Au. Erstmal muss dieses blöde scheiß Schwert weg da. Oh oh. Oh Mann. Ja, mach doch keinen. Sie will erstmal hoch heilen. Ist vielleicht auch besser, aber wir brauchen ganz dringend Engel für Fang. So. Engel. So. Follow my lead. Friss das, du blödes Schwert. So, das Schwert ist schon mal weg. Dann kloppen wir wieder richtig drauf. Na komm schon. Zwei Schläge oder so, da müsste er doch drin sein. Jawohl. So, jetzt kriegst du richtig aufs Fressbrett. Ab nach oben mit dir. Hast du dir kein Schwert mehr zu Hilfe? Aber der Schock ist sau schnell vorbei wieder. Den werden wir wohl nochmal in Schock bringen müssen. So, wieder auf Verheerer. Na komm schon, du musst doch noch mal in Schock landen. Jawohl. Auf, friss das hier. Immer drauf. Egal, beleben wir gleich einfach wieder mit Engel, wenn der es noch nicht hinter sich hat bis dahin.
Na komm schon. Erledigt. Geht doch. So, das gibt keine Sterne. 512 Kristallpunkte. Ja, der Kampf war doch ein bisschen schwieriger als gedacht. So, Türen sind wieder offen. Und wir schnappen uns die Schatzkugel. Und haben ein paar Komponenten gekriegt. Boah. Schwupp. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ah. Pech gehabt. Ja, ich habe gegen den Großen eben schon gekämpft. So, hier dürfen wir speichern. Und ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Megidi. Macht's gut. Ciao.